Ich nehme an, dass ihr Bedenken habt. Wir fallen Herrin durchaus der Leiden. Ihr macht jetzt die Kapitel Sache nur noch schlimmer. Ihr erwartet von uns, dass wir euch glauben, dass ihr gegen eure eigenen Kinder kämpfen wollt? Ich kann mich der Verantwortung dafür, was aus Velin und Arkan geworden ist, nicht entziehen. Und ich muss dafür sorgen, dass ihr Blutvergießen ein Ende hat. Was habt ihr in Valkorion gesehen, dass ihr mit ihm Kinder in die Welt gesetzt habt? Ihr sagt, dass er ein blutrünstiger Tyrann war. Aber das ist nicht der Mann, den ich kannte. Er war gütig, weise und sogar freundlich. Ach so. Zumindest am Anfang. Wir waren uns nie einig darüber, wie wir die Kinder erziehen sollten. Und mit der Zeit entfernte er sich immer mehr von uns. Er wurde immer kälter. Ich hatte Angst um die Zukunft meiner Kinder. Aber als ich entschied zu gehen, wählten sie ihn. Ich konnte sie nicht zwingen. Ihr habt uns die ganze Zeit angelogen. Und jetzt erzählt ihr uns diese rührselige Geschichte und erwartet, dass wir euch glauben? Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt den unsterblichen Imperator selbst fragen. Ich bin nicht er. Ich bin ich. Als Valkorion das Sagen hatte, war er nicht darauf versessen, einen Krieg zu führen. Ach so. Wenn wir ihn zurück auf den Thron bringen könnten. Valkorion ist ein Weltenverschlinger. Er hat für Ordnung und Stabilität auf Sakul gesorgt. Glaubt mir, Koth, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Nein, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Keiner von euch kennt ihn so, wie ich ihn kenne. Ja, Mensch, da sind wir uns ja alle einig. In welcher Weise ihr ihn kennt, will ich gar nicht wissen. Das habe ich nicht gemeint. Unterbrechung. Der republikanische Astromech hat Kontakt hergestellt. T7, was hat er für uns? Das wollen wir doch mal Bericht. Sehen. Ein krimineller Fleischsack auf Sakul war auf der Suche nach der Gravestone. Diese Herrin der Leiden behauptet, dass sie eine Verbindung zu den Schiffskomputern herstellen kann. Die Herrin der Leiden? Na, viel Glück mit ihr. Sie verspricht wohl Ärger. Sie ist eine Informationsmaklerin und ihre eigene Vollstreckerin. Wurde noch nie verhaftet. Also ja, sie verspricht Ärger. Sie operiert in der alten Welt auf Sakul. Ich kenne mich dort besser aus als jeder andere. Ich begleite euch. Ich habe das Gefühl, dass wir auf dem Weg dorthin reichlich Gesprächsthemen haben werden. Das eine oder andere. Sicher. Diese Herrin der Leiden ist einen Versuch wert. Aber bevor ihr geht, möchte ich kurz mit euch sprechen. Wer hätte gedacht, dass die Herrin der Leiden der Schlüssel ist, um dich zu verstehen? Das Schicksal ruft. Nun, da die Wahrheit über Valkorion bekannt ist, ist Vertrauen Mangelware. Ja. Ihr müsst selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Keine einfache Aufgabe. Korf glaubt an Valkorion. Senja hat entscheidende Informationen zurückgehalten. Niemand vertraut dem anderen. Darum müsst ihr als Vorbild dienen. Haltet ihr sie wirklich für vertrauenswürdig? Das ist eine gute Frage. Ich bin zu sehr Realistin, um an absolutes Vertrauen zu glauben. Erst recht nach Siost. Aber ich glaube, dass ihre Absichten aufrichtig sind. Dann ist ja gut. Möge euch die Macht da draußen dienen. Ja gut, aber das machen wir jetzt nicht mehr heute, weil wir sind jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden dran. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, da sind wir auch wieder. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir jetzt eigentlich aufgehört haben. Wir haben irgendwie Senja hier als Gefährtin gerade und müssen den Energiegenerator überprüfen. Wo ist denn der? Der ist da hinten. Dann wollen wir den nochmal überprüfen gehen. Wen haben wir hier? Hier haben wir irgendeinen Typ. Und ein Gong-Droide läuft hier rum. Die haben sich ja irgendwie auch kaum verändert in den, keine Ahnung wie viele Jahrhunderten, die hier zwischen dem und den Filmen dann liegen. Eine Kiste.
Ja gut, der ist doch insgesamt plus 80 Angriffskraft. Das ist doch besser dafür. Ich kümmere mich darum. Macht das andere halt alles viele andere Dinge ein bisschen besser, aber halt insgesamt weniger. So, wo wollte ich hin? Ich wollte nach da unten. Dann wollen wir doch mal da hingehen und hier ich will, dass hier Flügelschwund Energieigel einfach rumlauern. Was halt so auf dem Schiff normal vorkommt. Seltsame Fluktuation. Die Relais sind anscheinend total verdreckt. Ich muss die Koppler reinigen. Warum kann ich nicht hinknien? Irgendwie hängt es gerade ein bisschen. Ja, irgendwie hängt das Spiel gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist irgendwas mit dem Server. Da habe ich auch mal keine gute Verbindung. Hat man hier nicht irgendwo so eine Serververbindungs... sonst was Anzeige gehabt auch? Und das reparieren wir in 20 Metern Entfernung. Alles ist bereit. Was war los? Das Schiff ist befallen. Wenn sich das ausweitet, haben wir größere Sorgen als ein paar Energieausfälle. Wir sollten den Rest des Schiffs überprüfen. Höflichkeit. Ich werde mich persönlich um diese feindlichen blinden Passagiere kümmern. Sobald ich genug Munition gesammelt habe, durchkenne ich das Schiff von oben bis unten. Hey, ganz ruhig! Wir können nicht zulassen, dass du den Schiffsrumpf durchsiebst. Beschwichtigung. Ich kann stattdessen Klingenwaffen und stumpfe Gegenstände einsetzen. Würden Sie sich dann sicherer fühlen? Das klingt ja sehr toll. Wirklich. Nächstes Mal seid ihr zum Aufräumen eingeteilt. Ja, ich find's schön, wie die Grafiker hier offenbar zu faul waren. Hier. Also. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon die Grafiker zu faul waren, irgendwie mal ein anderes Kabel hier defekt zu zeigen. Deswegen muss man immer das gleiche reparieren. So nach dem Motto, da müssen wir nur eine Grafik machen. Ein Kampf nicht möglich. So, da drüben haben wir da noch welche. Nein. Haben wir das auch geklärt? Wo haben wir denn noch? Da haben wir alle gemacht. Die haben wir auch beide gemacht. Hier irgendwo anders gibt es ja auch mal noch. Irgendwo in diesem Riesenbereich sind noch welche, wie es aussieht. Da haben wir noch eins. Okay, da war aber keine fehlerhafte Sicherung mehr drin. Wir haben übrigens Post, wie ich gerade sehe. Was? Die Drinks gehen auf mich. Ja, das ist schön. Wer schreibt... Tora. Ich weiß nicht mehr, wer Tora war. Ich spiele irgendwie zu selten. Ich muss endlich mal hier den Marathon machen, weil das Abo ja auch nur noch begrenzt lang geht. Deswegen sollte ich da jetzt die nächsten Tage mal hier Turbo einlegen und alle DLCs spielen. Ja, wir sind ja Kapitel 7 oder sowas von 15. Und dann kommen ja nochmal, ich glaube, 9 Kapitel oder so hat dann das andere DLC und danach kommen halt noch andere Missionen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, vielleicht war es auch anders. So, gehen wir mal aufs Technik-Deck.
Und gehen dann doch mal... Wo muss ich eigentlich hin? Ich gehe natürlich erstmal genau in die falsche Richtung. Das macht Sinn. Fliegen wir mal nach da hinten, was auch immer wir da finden werden. Eine Liebe, die Zeit niemals zu verwehren mag. Was? Wir dringen gerade ins Herz von Arkans Imperium ein und ihr singt? Ja. Es ist eine bessere Zeit, um zu singen. Wir führen da viele ein. Weil die meisten Leute dort sowieso Kriminelle sind. Was die Sache natürlich nicht ganz ungefährlich macht. Ich freue mich, die alte Welt zu besuchen. Sie ist ein Teil von Sarkuls Geschichte. Ach so. Valkorions erster Versuch, eine großartige Gesellschaft zu erschaffen. Ein Fehlschlag. Das kommt auf die Sichtweise an. Für ihn war sie einfach nicht großartig genug. Ich möchte mehr über eure Beziehung zu Valkorion erfahren. Die Geschichte ist sicher nicht so seltsam, wie ihr es euch vorstellt. Ach so. Wir lernten uns kennen, als ich mir einen Platz in seiner Elitewache verdient hatte. Ich zögerte nie, offen zu sprechen. Das hat wohl seine Aufmerksamkeit erregt. Ich fand ihn faszinierend, kühn. Er war sich seiner nächsten Schritte immer völlig sicher. So wie ihr ihn beschreibt, ist es kein Wunder, dass er euch interessiert hat. Ihr müsst auch seinen Platz in unserer Kultur, unserer Psychologie verstehen. In unserem ganzen Selbstverständnis. Er hat auf Sarkul ganzen Generationen zu Wohlstand verholfen. Jahrhundertelang. Was wir hatten, entsprach nicht der üblichen Vorstellung von Romantik. Ach so. Aber wir waren glücklich. Dann wurden Arkan und sein Bruder Texan geboren. Ich habe sie so sehr geliebt. Aber was ich auch tat, sie wollten nichts mit mir zu tun haben. Und Valkorion wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Seine Gedanken waren woanders. Ja, das kann ich mir denken. Noch. Manchmal beachtete er uns wochenlang nicht. Und dann kam Valin. Sie war von Anfang an schwierig. Ja, man muss sicher sehr früh anfangen, um so verrückt zu werden, wie sie es ist. Die Jungen waren schon immer aggressiv. Das ist wohl richtig. Ihre Grenzen. Valin nicht. Sie war für jeden um sie herum eine Gefahr. Auch schon als Kind. Ich stellte Valkorion zur Rede. Seine Tochter brauchte Hilfe. Seine Söhne brauchten ihn. Seine Lösung war es, Valins Verstand einzusperren. Das klingt ja nach einer guten Lösung. Weg, zusammen mit dem Großteil ihres Wesens. Die anderen von uns ignorierte er einfach. Ich konnte nicht untätig zusehen. Also habe ich die Kinder gerufen und versucht, ihnen zu erklären, dass wir gehen müssten. Sie lachten und nannten mich schwach. Selbst als Kinder und obwohl Valins Kräfte unterdrückt waren, waren die drei zusammen viel stärker als ich. Ich konnte sie nicht zwingen. Was hat er gemacht? Also ging ich allein. Hat Valkorion versucht, euch aufzuhalten? Nein. Ich weiß nicht mal, ob er es überhaupt bemerkt hat. Ich ging zu den Rittern und nahm Missionen am äußersten Rand unseres Imperiums an. Ach so. Valkorion hat danach nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Seitdem habe ich meine Kinder nur noch in Übertragungen von öffentlichen Veranstaltungen gesehen. So wie Texans Beerdigung. In den Kernwelten getötet. Ich bezweifle, dass sie sich überhaupt noch an mich erinnern. Oh ja, praktisch, jetzt geht die Tür auf. Hallo, Kleiner. Sie willkommen, T7 bereit, sie werden Sie uns unterstützen. Das ist ja hilfreich. T7, was hast du für uns?
Neue Daten nicht verfügbar. T7 sucht gründlich. Herrin der Leiden schwer zu finden. Operationsbasis nicht lokalisiert. Ja, du kannst doch irgendwie gar nichts, oder? Die Herrin der Leiden ist eine gesuchte Mörderin und Staatsverräterin, unter anderem. Die Ritter jagen sie schon seit Jahren, aber sie haben sich ihr nicht einmal nähern können. Wir drei schaffen das sicher, wenn wir zusammenarbeiten. Vielleicht glaubt ihr es nicht, aber es ist selten, dass jemand dem Urteil eines Ritters entkommt. Ach so. Und wenn dieser jemand das eigene Kind des Ritters ist? Das werden wir herausfinden, nicht wahr? Ja, der sieht deprimiert aus. Kann ich vielleicht... Wäre es möglich, dass ich mit ihm spreche? Mit Valkorion? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Das ist natürlich so eine Sache. Wir leben viele Dinge. Und nur die wenigsten sind freundlich. Wir sollten vorsichtig sein.